Also Marco, wenn ich du wäre, würde ich jetzt dem Benzfahrer aber wirklich mal erzählen, dass du gerne Popel isst, aber das nicht mehr machst, weil du auf Diät bist. Entschuldigung, ich esse gerne Popel. Ich esse gerne Popel. Aber ich mach das nicht mehr. Ich bin jetzt auf Diät. In 3, 2, 1. Hey Leute, wir kommen so weiter am Roteblatt! Ich war jetzt seit 3 Wochen inaktiv. Man hört es mir immer noch an. Mir geht's scheiße. Ich habe Krebs. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich habe jetzt. Ich wurde von meinem Onkel Lutscher wurde ich geheilt. Er hat mich nämlich geheilt, indem er vorbeigekommen ist aus dem fernen Osten, wo er wohnt. Und ja, da dachten wir uns, lassen wir uns nicht lumpen und nehmen direkt mal ein Video auf. Seine Perspektive seht ihr auch im Video. Sag mal hallo. Hallo! Oh! Alter! Das war laut! Auf jeden Fall nehmen wir heute ein Video in Bielefeld auf. Das Format kennt ihr von anderen Motovloggern bestimmt. Wir dachten, wir klauen uns das einfach mal. Weil wir keine eigenen Ideen haben, klauen wir uns das einfach mal, genau. Und das Format nennt sich Wenn ich du wäre. Nadine ist zu feige, die spielt nicht mit. Aber der liebe Lutscher, der wird heute einige versaute Dinge mit Passantinnen tun. Hoffe ich doch. Das gefällt ihm. Ja, mein Onkel ist halt einfach für alles zu haben. Der Lutscher nimmt auch ein Video auf. Dann könnt ihr euch das Video bei ihm auch anschauen. Wir wissen noch gar nicht, wie wir das genau machen, ob wir das so separieren. Wahrscheinlich nimmt der eine ein paar Parts, die der andere nicht hat. Ja, ja. Wir winken hallo, Roller. Mit einer Kippe im Maul. Im Rollerfahrer mit der Kippe Junge, im Maul. Ja, auf jeden Fall werdet ihr dann noch einige witzige Szenen beim Video vom lieben Lutscher, meinem Onkel, zu sehen bekommen. Den Link von seinem Video packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Geht da vorbei und dann spammt ihm die Kommentare voll mit Hashtag Jamaika. Macht ihm die 1000 voll. Jamaika Marco. Jamaika Army, wie auch immer. Jamaika Army. Jamaika, das ist besser als Jamaika Marco. Jamaika. Ja, da genau, das macht ihr dann. Ja, so sieht's aus. Viel Spaß, Leute. Nein, das war so knapp. Ja, wäre fast ein geiler High Five gewesen. Oh, neutral. Erster. Klatsch mal auf den Arsch. Also wenn ich du wäre, ne? Ja, wie war das mit Strafgesetzbuch? Ja, wieso? Gegen welche Gesetze verstößt man denn da? Das ist aus Versehen passiert. Wird Zeit, dass der alten Norm auf den Arsch gehauen wird, ne? Ja, ehrlich. Ach, oh, endlich eine rote Ampel, damit man mal stehen kann bei der Hitze. Ja, das ist doch geil. Also wenn ich du wäre, ne? Dann würde ich ja jetzt mal. Die Situation gibt's gerade nicht her. Oder? Schaffst du das? Neben den Volvo fahren, an eine Scheibe klopfen und mal fragen, ob sie ein Bier für dich haben. Den Volvo? Ja, der Weiße. Der Weiße. Scheiße. Nächste Ampel. Ja, ein Bier. Ich muss aber auch Gesichter zensieren des Todes, ne? Ja, ist dann halt so. Sitzt da jemand auf dem Beifahrerplatz? Nee, fahr links. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Bier für mich? Ein was? Ein Bier. Ein was für? Ein Bier, ein Pilz. Und, was sagt er? Er hat nur gesagt, alles klar. Alter, das war echt unangenehm. Vor allem macht er erstmal, Alter, Alex, wenn ich du wäre, würde ich links fahren, den Motorradfahrer erstmal auf die Schulter klopfen.
Oh, das ist ganz schön gefährlich hier gerade. Doch, doch. Geile Hütte! Gleichfalls! Ja! Nimmst du gerade auf? Bitte? Nimmst du auf? Nee, gerade nicht! Okay, schade! Ich bin gerade am Fiebern! Okay! Hey, der hat ein Mikro, der hat ein Mikro! Was geht? Ja. Hast du auch einen YouTube-Kanal? Ja! Ja? Ja! Wie heißt du? Manuel! Hast du ihn verstanden? Ich hab's drauf! Wir suchen dich! Also an dieser Stelle, der Kanal von ihm ist hier eingeblendet. Der random Typ, der einen Schulterklopfer bekommen hat. Geht mal da vorbei und... ja, der Kanal von ihm, wenn wir das richtig drauf haben, ist verlinkt. Ja, frag nochmal nach. Nadine, wenn ich du wäre, würde ich ihn nochmal fragen. Also geht mal auf deinen Kanal und lasst ein bisschen die Grüße von der Yamako Army da, oder? Ach. Nee, nachher will er sein Nummernschild zensiert haben. Was ist denn da los? Schläft die? Frag ihn mal, ob er sein Nummernschild zensiert haben will, Nadine. Du Marco? Ja? Wenn ich du wäre, ne? Dann würde ich die drei älteren Herrschaften da mal fragen, wo Bielefeld ist. Okay, das kriege ich hin. Entschuldigung, in welche Richtung muss ich fahren nach Bielefeld? Sie sind hier am Bahnhof. Ist schon. Im Zentrum. Ach so. Okay, ja, weil ich suche Seidenstickerhalle. Da ist jetzt... Da. Oh Gott, jeder zeigt okay. In eine andere Richtung. Und dann an der Ampel und links und dann versuchen erst geradeaus. Okay. Ist Himmelsrichtung da? Aha. 5 Kilometer. Ja. Vielen Dank. Wir müssen drehen. Okay. Wir müssen drehen. Das war richtig unangenehm. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ja. Was machst du da? Ich habe Schuhschleifen gemacht. Seidenstickerhalle. Wir sind jetzt zur Seidenstickerhalle, Leute. Oh, Alter, mir läuft der Schweiß gerade in die Nase rein, ne? Oh, ist das unangenehm. So, ich muss dann mal meine Yamako-Tasche kramen. Oh. Ich komme nicht dran. Nein. Aus grün. Ah. Ah, scheiße, jetzt fällt das bestimmt alles raus. Meine ganze wertvolle Fracht, die ich extra mitgenommen habe. Ich habe gleich so eine geile Idee, Leute, dass wir euch vom Bock hauen. Warte. Ich muss an meine Tasche kommen. Also, Alex, wenn ich du wäre, würde ich jetzt... Dann würde ich jetzt erstmal mir ein Auto suchen mit zwei Personen drin und denen das in die Hand drücken und sagen, dass die es heute Abend so richtig krachen lassen sollen, okay? Oh Mann, zwei. Oh, hinterher? Oh, hier. Moin. Leute, der ist für euch. Ja? Lass es richtig krachen, musst du sagen. Ihr müsst richtig krachen lassen heute. Vollgas, ne? Gut, alles klar. Geil, ey. Ist sogar ein Pärchen. Eine gute Tat am Tag soll man noch machen, oder? Ja, klar. Das war das Ding, wo du vorher Löcher reingemacht hast, ne? Ja. So muss das sein. Vielleicht kriegt es ja dann den zweiten Namen, Yamako oder sowas. Wer weiß. Kann sein. So, wir machen jetzt einen kleinen Zwischenstopp bei McDonald's. McDonald's? Weil, ja, ich darf eine andere Firma darf ich nicht nennen, sonst bezahlt McDonald's mich nicht mehr. Sonst ist die Bezahlung nicht so gut, weißt du? Ach so, ja gut, alles klar. Wir sind halt jetzt gerade bei McDonald's. Also Leute,
geht gleich weiter für euch. Kleinen Zwischenschock. Wir machen Pause. Wir haben langsam angefangen und wir steigern uns jetzt langsam. Wir gehen jetzt schon in die Richtung Kondome. Mal gucken, was als nächstes kommt. So, bis gleich. Wir klatschen einmal alle, weil wir happy sind. Gut. Er nimmt auf. Ah, wir sind fertig mit Essen. Ich bin vollgefressen. Ich bin auch ein bisschen schlapp jetzt gerade. Aber es geht weiter. Wer ist an der Reihe? Ich oder du? Ich muss Sachen machen. Du musst Sachen machen? Was machen Sachen, ey? Die Tüten. Die Tüten für saferen Sex. Oh yes. So Leute, wir sind bei McDonald's fertig. Bei McDonald's. Und jetzt geht's weiter in der Runde. Ich bin als nächstes dran. Ich muss gleich wieder hier so eine Schandtat vollbringen. Mein Onkel Lucci, der kommt wahrscheinlich wieder auf schweinische Gedanken. Wo fahren wir lang? Der nicht von hier kommt, fährt vor. Das macht Sinn. Okay, ich roll schon zurück. Also Marco, wenn ich du wäre, würde ich jetzt dem Benzfahrer aber wirklich mal erzählen, dass du gerne Popel isst, aber das nicht mehr machst, weil du auf Diät bist. Ist das nur einer drin? Ja. Entschuldigung, ich esse gerne Popel. Ich esse gerne Popel. Ja. Scheiße, er ist fast gegen Bordstein gefahren noch, ne? So, und jetzt kannst du, das gehört dann noch dazu, du musst ihm noch sagen, die isst du aber nicht mehr, weil du auf Diät bist. Okay. Aber ich mach das nicht mehr. Ich bin jetzt auf Diät. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Mein Gott, ey, mir fällt einfach original nichts mehr ein. Oh ja. Alex? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich die zweimal fragen, sagen, dass du in dein Bett gekackt hast und den Moji machen. Du weißt, was ich meine. Dann mache ich den Moji. Ja. Los. Ja. Sorry. Entschuldigung. Ich habe heute Nacht in mein Bett gekackt. Und jetzt wollte ich nur wissen, ob ich bei euch schlafen kann. Nee, ich glaube nicht. Was? Gar nichts. Nachdem sie das mit dem Bettkacken verstanden hat, sind sie direkt weitergegangen. Okay, haben sie gut gemacht. Ich würde sagen... Na, schade. So, jetzt kann aber auch jeder unter das Video schreiben, ich habe Moji nachgemacht, ne? Ja. Das wäre richtig geil, wenn die Leute das machen würden. Also, Hashtag du machst Moji nach. Hashtag du machst Moji nach in die Kommentare von ihm. Grüße gehen raus an den alten Mojito. Mit der Suzuki. Mit der Suzuki, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr auch mal, boah, so, Alter. Wenn ihr auch mal so Ideen... Dachte ich gerade auch, dass der rausfährt. Ja. Wenn ihr auch mal Ideen habt, was man so machen könnte, wenn man so in der City unterwegs ist, schreibt mal eure Ideen einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich mir da ein paar Ideen gaunern von euch. Und die dann so 1:1 nutzen, ja. So Leute, das war's für heute. Ich war eigentlich noch gar nicht heute fertig. Dieses, was? Du warst noch gar nicht fertig? Nee, irgendwie nicht. Okay, das ist egal, dann mache ich jetzt weiter. Nee. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Blauen Daumen nach oben, ja. Schaut euch das Video vom Lutscher an, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist seine 1:1 geile Perspektive. Er hat die Chicks zwar nicht Alter! Oh, da wird man nur gestört, ne? Da will man jetzt ein anständiges Outro machen. Boah. Mal gucken, vielleicht fährt er mich jetzt vielleicht auch noch fährt er, vielleicht, nein. Vielleicht macht er einfach so, ihr kommt jetzt nicht vorbei. Ja. So, ich mach mal einen Sound leise, ich muss hier auch beenden. Ja, also ich... So, ich höre dich noch. Das war's mit dem... Alter. Okay, ja, er quatscht die ganze Zeit dazwischen. Ich würde sagen, ja, wie gesagt, schreibt eure Ideen rein, bla bla bla. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Tschüssi!
Bye.